ist das neue Samsung Galaxy Tab. Der große Vorteil des Samsung Galaxy Tab ist die Portability. Das heißt, ich habe hier ein 7-inch 7-Zoll Display, wirklich ganz einfach in die Jackentasche zu stecken, überall mitzunehmen, zu Hause, unterwegs, im Zug, im Auto, beim Fahrradfahren. Das ist wirklich sehr ideal, was die Größe angeht. Ich kann es in einer Hand halten. Was wir haben, ist ein WSVGA TFT Display. Es kommt leider gerade ein Anruf rein. Ich mache das mal ganz kurz weg. Vom Betriebssystem an sich haben wir hier das neueste Android 2.2 Betriebssystem. Natürlich vollen Zugriff auf den Marketplace, um eine kostenlose Applikation runterzuladen, um das Gerät dadurch zu erweitern. Durch das Betriebssystem Android natürlich auch die Möglichkeit der kostenlosen Google-Navigation. Weiteres sehr großer Vorteil ist natürlich, dass wir hier Sprach- und Videotelefonie ermöglichen können und auch durchführen können. Wir haben eine 3-Megapixel-Kamera. Für die Videotelefonie haben wir eine 1,3-Megapixel-Kamera. Wir haben einen 1-Gigahertz-Prozessor hier verarbeitet. Alle Bauteile sind von Samsung direkt selber verarbeitet worden. Wir haben natürlich hier, ich zeige Ihnen mal ein paar Beispiele, die Möglichkeit, wie man sieht, verschiedene Apps darzustellen, im Marketplace runterzuladen. Was die Connectivity angeht, haben wir Bluetooth 3.0, wir haben WLAN, wir haben HSDPA 7.2, wir haben HSUPA 5.74. Inhalte, das heißt auch hier die komplette Connectivity gegeben. Natürlich zur Connectivity hinsichtlich anderen Produkten aus unserem Haus natürlich Aussteuer bzw. über DNA-Daten auf beispielsweise einen LCD von uns aus dem Hause von Samsung Daten zu übertragen. Weiterhin natürlich was das Thema Internet angeht, arbeiten wir mit Adobe Flash. Das heißt, wir können hier auch natürlich ein sehr, sehr super Browsing. Wir haben HTML5 an Bord. Wir haben, was nochmal zurückzuführen auf das Thema Connectivity, natürlich ein MicroSD-Steckplatz, erweiterbar bis auf 32 GB. Ausgeliefert wird jetzt das Galaxy Tab erstmal in einer Variante von 60 GB. Da gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit später 32 GB Variante. Sehr großer Vorteil ist, dass das Gerät bei allen Netzbetreibern erhältlich ist. Das heißt, sowohl O2, T-Mobile oder von der Plus natürlich auch im freien Handel, im Retail-Bereich erhältlich ist. Und das sind natürlich schon extreme Benefits, wo wir ziemlich sicher sind, dass das Gerät natürlich im deutschen Markt einschlagen wird und